Hallo, mein Name ist Matthias Möller und es ist, weil es wieder draußen schüttet, ein guter Moment, Ihnen eine Geschichte zu erzählen. Und es geht wieder um das Thema Loslassen. Wie könnte es anders sein? Es ist jetzt die dritte Geschichte zum Thema Loslassen und wer es jetzt noch nicht verstanden hat, kann es jetzt dann lernen in der Geschichte. Und diese Geschichten helfen uns natürlich oft so, weil sie gehen auf eine andere Ebene des Bewusstseins, erreichen besser Gefühle, lassen uns die Dinge mal von einer anderen Perspektive sehen. Aber im Grunde ist Loslassen eine lebenslange Aufgabe und das haben die Buddhisten auch begriffen. Im Grunde, wenn wir alles losgelassen haben, was an Negativität, Vorurteilen etc. in uns ist, dann sind wir erleuchtet. Und Buddha selber hat nach der Tradition Asiens mehrere Leben gebraucht und in seinem letzten Leben 7 Jahre unter einem Baum meditiert. Also machen Sie sich keinen Druck, weil Druck verstärkt das Greifen, sondern versuchen Sie eher Gelassenheit zu entwickeln und tolerant mit sich selber zu sein. Und jetzt die Geschichte, die ums Loslassen geht, ja. Zwei buddhistische Mönche gehen bei so einem Regenwetter, wie wir jetzt haben, bei irgendeiner Monsunkatastrophe ihren Weg und sie kommen an einen Fluss und auf einem Felsen im Fluss sitzt eine junge Frau und kommt da nicht alleine weg und der größere der beiden Mönche geht ins Wasser, beherzt, nimmt die Frau und trägt sie an das Ufer. Und wie sie wieder ins Kloster kommen, geht der kleinere der beiden Mönche zum Abt und sagt, sein Mitbruder, der andere Mönch, der hätte eine Frau berührt und aus dem Fluss getragen in dieser Situation. Und das wäre doch Mönchen verboten, Frauen zu berühren. Und dann sagt der Abt zu ihm, er hat sie losgelassen. Ja, das ist eine, finde ich, schöne Geschichte und denken Sie darüber nach oder bewegen Sie sie besser in Ihrem Herzen und bis zu meiner nächsten Geschichte oder meinem nächsten praktischen Tipp. Ihnen von ganzem Herzen alles, alles Gute und eine gute Zeit. Ihr Matthias Möller.